Bevor Sie mit der Optimierung Ihrer Kampagnen beginnen, sollten Sie im Kriterien Hub Regeln für Ihr Konto festlegen. Dies ist sehr wichtig, da die von Ihnen gewählten Einstellungen unmittelbare Auswirkungen auf Ihr Kampagnen-Setup haben können. Ich werde Sie durch das Kriterien Hub und die damit verbundenen Einstellungen und Funktionen führen. Doch vorher möchte ich Ihnen erklären, was genau das Kriterien Hub ist. AdSpurs Service ist eine Automatisierung, die kontinuierlich die besten Kriterien für Ihre Werbekonten ermittelt und vorschlägt. Keywords, ASINs und andere qualifizierte Kriterien, auf die Sie Ihre Kampagnen ausrichten können. Die einzige Eingabe, die unsere fortschrittliche Automatisierung von Ihnen benötigt, ist die Entscheidung darüber, wie genau neue Kriterien zu Ihren Werbekampagnen hinzugefügt werden sollen oder ob AdSpurs diese ignorieren soll. Noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Damit Ihre Kampagnen von den Funktionen des Kriterien Hub profitieren können, wie zum Beispiel das Hinzufügen neuer Kriterien, müssen diese in AdSpurs auch zur Optimierung ausgewählt worden sein. Wie Sie die Optimierung von Kampagnen starten, zeige ich Ihnen später noch. Lassen Sie uns nun aber erstmal darüber sprechen, wie Sie festlegen können, ob und wie AdSpurs Kriterien zu Ihren Kampagnen hinzufügen soll. Sie können dies auf der Seite Regeln des Kriterien Hub bestimmen. Sie sehen diese Seite standardmäßig im vereinfachten Regelmodus, der für alle Benutzer verfügbar ist. In diesem Modus können Sie AdSpurs Regeln vorgeben, die es für ein Werbekonto beachten soll. Diese gelten dann für alle darin befindlichen Kampagnen und Anzeigengruppen. Es gibt darüber hinaus auch einen erweiterten Modus, mit dem Sie individuelle Regeln auf Kampagnen- und Anzeigengruppenebene erstellen können. Dieser ist jedoch nur für Benutzer mit einem Enterprise-Tarif verfügbar. Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten des erweiterten Regelmodus erfahren möchten, besuchen Sie unser Help Center oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Nun zurück zum vereinfachten Regelmodus. Hier sehen Sie eine Liste all Ihrer verbundenen Werbekonten sowie drei mögliche Aktionen, aus denen Sie wählen können. Überprüfen, hinzufügen oder ignorieren. Lokalisieren Sie zunächst das Konto, für das Sie eine Regel festlegen möchten. Wählen Sie dann die Aktion aus, die Sie auf das ausgewählte Konto anwenden möchten. Möchten Sie neue Kriterien wie Keywords oder ASINs zunächst überprüfen? Soll AdSpurs diese direkt hinzufügen? Oder soll AdSpurs neu gefundene Kriterien ignorieren? Beachten Sie bitte, dass sich die von Ihnen gewählte Aktion auf das gesamte Werbekonto auswirkt. Also auf alle Kampagnen und Anzeigengruppen in dem Werbekonto. Standardmäßig ist die Regelaktion immer auf Überprüfen eingestellt. Das bedeutet, dass AdSpurs Ihnen neue Kriterien vorschlägt und diese auf der Seite Vorschläge überprüfen auflistet. Dort müssen Sie diese dann selbst ansehen und genehmigen, bevor AdSpurs diese an Ihr Werbekonto übermittelt. Kriterien steht für alles, worauf geboten werden kann. Keywords, Produkte, Kategorien und so weiter. Wenn Sie hinzufügen wählen, fügt AdSpurs automatisch alle vorgeschlagenen Kriterien zu den entsprechenden Kampagnen und Anzeigengruppen in Ihrem Werbekonto hinzu. Amazon Ads Nutzer, aufgepasst! Haben Sie auch automatische Amazon Ads Sponsored Products Kampagnen in Ihrem Werbekonto? Dann wird AdSpurs, wenn Sie hier hinzufügen oder überprüfen als Regelaktionen wählen, automatisch auch die entsprechenden manuellen Kampagnen für Sie erstellen, wann immer es nötig ist. Dadurch kann AdSpurs Ihnen dabei helfen, die Produktanzeigen in Ihren automatischen und manuellen Sponsored Products Kampagnen perfekt synchron zu halten. Klingt nach einer Menge Infos, die Sie sich merken sollen? Keine Sorge. Für den Fall, dass Sie einmal nicht weiterkommen, klicken Sie einfach auf das Handsymbol in der oberen rechten Ecke. Dann startet eine Produkttour und Sie erhalten Erklärungen zu allen Elementen auf einer Seite. Kommen wir nun zur Ziele-Seite, dem Herzstück von AdSpurs. Die Seite Ziele ist die wichtigste Seite zur Verwaltung Ihrer AdSpurs-Optimierung. Hier können Sie die Kampagnen auswählen, die Sie optimieren möchten, und Ihre Optimierungsziele festlegen und anpassen. Um zur Ziele-Seite zu gelangen, klicken Sie in der Hauptnavigation auf Kontrolle und wählen dann Ziele aus der Dropdown-Liste.
Bevor AdSpurt mit der Optimierung Ihrer Werbekampagnen auf einer oder mehreren Plattformen beginnen kann, müssen Sie eine sogenannte Performance-Gruppe erstellen, dieser Kampagnen zuweisen und Ziele festlegen. Keine Sorge, ich zeige Ihnen den Prozess und wie Sie all dies tun können. Zunächst aber einmal, was genau ist eine Performance-Gruppe? Eine Performance-Gruppe ist eine Gruppe von Kampagnen, die auf dasselbe Optimierungsziel hin optimiert werden. Das bedeutet für Sie, dass Sie Kampagnen, die ein ähnliches Ziel haben, in einer gemeinsamen Performance-Gruppe gruppieren sollten. Haben Sie zum Beispiel mehrere Kampagnen, bei denen Sie einen ähnlichen ACoS-Wert anstreben? Dann sollten Sie diese zu einer gemeinsamen Performance-Gruppe hinzufügen. Wenn Sie sich gerade erst bei AdSpurt registriert haben und Ihre erste Performance-Gruppe erstellen, empfehlen wir Ihnen jedoch dringend, alle Kampagnen zunächst zu einer einzigen Performance-Gruppe hinzuzufügen, ein Kosten-pro-Tag-Ziel festzulegen und die Optimierung ca. 2 bis 3 Wochen laufen zu lassen. Und warum? Weil wie alles und jeder, auch unsere KI, ein wenig Zeit braucht, um Ihre Kampagnen kennenzulernen, sozusagen eine Lernphase. Stellen Sie sich die AdSpurt KI wie einen neuen Mitarbeiter vor, der Ihre Kampagnen für Sie optimiert und Ihnen hierbei die Arbeit abnehmen soll. Er muss sich erstmal mit Ihren Kampagnen vertraut machen, Daten analysieren und lernen, was in Ihrem Account gut funktioniert und was nicht. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, benötigt unsere KI zunächst die größtmögliche Datenquelle. Deshalb empfehlen wir Ihnen, alle Kampagnen zu einer Performance-Gruppe hinzuzufügen und einige Wochen mit einem Kosten-pro-Tag-Ziel laufen zu lassen. Dadurch kann die KI, Ihr neuer Mitarbeiter, schneller und besser lernen, welche Faktoren die Performance Ihrer Kampagnen verbessern. Die Lernphase dauert etwa 2 Wochen für Amazon Ads, Google Ads sowie Bing Ads und 4 Wochen für eBay Ads. Unsere KI lernt von selbst. Solange Sie diese 3 Schritte befolgen, müssen Sie nichts weiter tun, als ihr Zeit zu geben und sie lernen zu lassen. Anders als bei Ihrem neuen Mitarbeiter, der auf jeden Fall eine aktive Einarbeitung braucht. Dieses Setup für die Lernphase funktioniert für 95% unserer neuen Nutzer am besten. Doch für etwa 5% gibt es eine Ausnahme. Dabei handelt es sich im Grunde um 2 verschiedene Szenarien, die ich kurz erklären möchte. Die erste Ausnahme ist, wenn Sie 2 oder mehr Werbekonten mit AdSpurt verbunden haben und einige davon E-Commerce-Konten, also Amazon Ads oder eBay Ads, und einige Search-Konten sind, also Google Ads oder Microsoft Ads. E-Commerce- und Search-Kampagnen können ziemlich unterschiedliche Ziele und Kostenstrukturen haben. Man bietet hier oft auch einfach auf unterschiedliche Dinge und misst auch den Erfolg der Kampagnen auf den E-Commerce- und Search-Plattformen unterschiedlich. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, empfehlen wir Ihnen 2 Performance-Gruppen zu erstellen. Weisen Sie hierbei der ersten Performance-Gruppe die E-Commerce-Kampagnen zu und der zweiten Performance-Gruppe die Search-Kampagnen. Natürlich können Sie später auch Kampagnen verschiedener Plattformen in einer gemeinsamen Performance-Gruppe optimieren, sofern Sie ähnliche Ziele haben. Für den Anfang und die Lernphase sollten Sie aber immer erst einmal in getrennten Performance-Gruppen laufen. Die zweite Ausnahme ist, wenn Sie sehr marktplatzspezifische Ziele verfolgen oder feste Budgets für verschiedene Länder oder Werbekonten haben. Ein kurzes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Sie haben ein festes Budget in Höhe von 500 Euro für Amazon-Kampagnen in Deutschland und ein festes Budget in Höhe von 1.000 Euro für Amazon-Kampagnen in Großbritannien. Wenn Sie die Kampagnen beider Marktplätze derselben Performance-Gruppe zuordnen, kann es sein, dass einer der beiden Marktplätze durch die Optimierung letztlich mehr Budget erhält und der andere weniger. Der Grund ist, dass AdSpurt dann ermittelt hat, dass zum Beispiel die deutschen Kampagnen deutlich besser performen als die britischen und sie mit ihrem Gesamtbudget insgesamt mehr Umsatz machen, wenn die deutschen Kampagnen etwas mehr vom Budgetkuchen erhalten. Wenn es Ihnen im Grunde egal ist, wo genau die Verkäufe stattfinden, Hauptsache der Umsatz steigt, dann ist das kein Problem und eine Performance-Gruppe zum Start super. Wenn es aber doch wichtig ist und Sie sicherstellen möchten, dass Sie nur 500 Euro für Deutschland und wirklich 1.000 Euro für Großbritannien ausgeben, empfehlen wir Ihnen, 2 Performance-Gruppen zu erstellen. Weisen Sie der einen Performance-Gruppe dann die deutschen Kampagnen zu und der anderen Performance-Gruppe die Kampagnen für Großbritannien. Also, nochmal zusammengefasst.
Damit die AdSpert KI auf lange Sicht für Sie die besten Ergebnisse erzielt, sollte die Datenquelle während der Lernphase so groß wie möglich sein. Dadurch erhält der Algorithmus mehr Flexibilität und lernt schneller, welche genauen Faktoren die Leistung Ihrer Kampagnen beeinflussen und wodurch sich Ihre Optimierungsziele erreichen lassen. Und wenn der Algorithmus besser funktioniert, steigert er die Anzeigenoptimierung, was Ihnen wiederum zu mehr Umsatz und Gewinn verhilft. All das geschieht automatisch und spart Ihnen Zeit, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihm zu mehr Wachstum verhelfen können. Daher empfiehlt es sich für 95% unserer neuen Nutzer, zu Beginn alle Kampagnen für einige Wochen in eine einzelne Performance-Gruppe mit einem Kosten-pro-Tag-Ziel zu packen. Nur in wenigen Ausnahmen empfehlen sich mehrere Performance-Gruppen für die Lernphase. Erstellen wir nun also eine neue Performance-Gruppe. Klicken Sie auf den Button Neue Performance-Gruppe erstellen. Es öffnet sich ein neues Fenster, das Sie nun durch den Erstellungsprozess führt. Dieser ist in drei Schritte unterteilt: Kampagnenauswahl, Name und Zieleinstellung. Sie können Ihren Fortschritt anhand des Balkens in der oberen rechten Ecke verfolgen. Es wird hier auch die Option angezeigt, eine leere Performance-Gruppe zu erstellen. Dies ist eine erweiterte Option, die nur in besonderen Fällen verwendet werden sollte, und wir empfehlen dies nicht, wenn Sie gerade erst mit AdSpert starten. Klicken Sie auf Weiter, um dann Kampagnen auszuwählen, die Sie auf das gleiche Ziel hin optimieren möchten. Auf der rechten Seite finden Sie Metriken. Die Werte zeigen den Durchschnitt der letzten 30 Tage. Es werden 4 Standardmetriken pro Kampagne angezeigt, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Kommen wir nun zu den Filtern. Klicken Sie auf Filter hinzufügen und filtern Sie Ihre Kampagnen nach Plattform, Konto, Tag, Kampagnentyp oder nach Metriken. Für jeden Filter können Sie zusätzliche Werte festlegen. Nachdem Sie gegebenenfalls die Filter gesetzt haben, durchsuchen Sie die Liste der verfügbaren Kampagnen auf der linken Seite. Um eine Kampagne zur neuen Performance-Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie darauf. Sie erscheint dann automatisch oben in der Liste rechts unter Ausgewählte Kampagnen. Wenn Sie eine Kampagne versehentlich auswählen, wissen Sie genau, wo Sie sie finden, ganz oben. Um eine Kampagne aus der Liste ausgewählte Kampagnen zu entfernen, klicken Sie erneut darauf und die Kampagne wird wieder nach links in die Liste verfügbare Kampagnen verschoben. Es gibt auch die Optionen Alle auswählen und Alle abwählen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie Filter verwendet haben und alle Kampagnen, die dem Filter entsprechen, aus der Liste der ausgewählten Kampagnen auf der rechten Seite hinzufügen oder entfernen möchten. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Benennen Sie nun die Performance-Gruppe, indem Sie den Namen in das Textfeld eingeben. Der letzte Schritt umfasst die Festlegung eines Optimierungsziels für die Performance-Gruppe. Im ersten Teil zeigt die Szenarioansicht die voraussichtlichen Ergebnisse des ausgewählten Ziels. Standardmäßig wird das Ziel Kosten pro Tag angezeigt unter Berücksichtigung der Kampagnenperformance in den letzten 30 Tagen. Sehen Sie, wie sich das Diagramm verändert, wenn ich auf die verschiedenen Ziele klicke? Hier können Sie mit verschiedenen Zieloptionen herumspielen. Es sei denn, Sie haben gerade erst mit AdSpert begonnen. AdSpert muss Ihre Kampagnen erst noch kennenlernen und kann daher keine 100% zuverlässigen Zahlen anzeigen. In diesem Fall befolgen Sie die Richtlinien für die Lernphase, die ich bereits erläutert habe. Klicken Sie auf Ziel manuell festlegen und wählen Sie als Ziel Kosten pro Tag. Legen Sie einen Wert fest, der dem historischen Wert der Kampagnen in den letzten 30 Tagen entspricht, und lassen Sie die Performance-Gruppe einige Wochen lang unverändert laufen. Bitte ändern Sie in dieser Zeit auch nicht zwischendurch den Zielwert der Performance-Gruppe. Sehen Sie die beiden Dropdown-Listen oben links? Ich zeige Ihnen, wie Sie verschiedene Kombinationen von Zielen und Kontext untersuchen können. So erhalten Sie eine Vorstellung davon, welche Ergebnisse Sie auf der Grundlage der historischen Daten Ihres Kontos erwarten können. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter Ziel. Wählen Sie einen anderen Zieltyp aus oder klicken Sie auf eine der Kennzahlen unter dem Diagramm. Sehen Sie, wie sich das Diagramm verändert? Wenn Sie die Zielarten ändern,
verändert sich auch die Kurve und wirkt sich auf die Kontextmetriken aus, die Sie auf der Y-Achse sehen. Ich empfehle Ihnen dringend, als Ziel einen Wert zu wählen, der nicht mehr als 20% unter oder über Ihrem aktuellen Wert liegt. Wenn Sie Ihre Kampagnen hinsichtlich einer KPI um, sagen wir, 40% verbessern möchten, sollten Sie schrittweise vorgehen. Setzen Sie zunächst einen um 20% höheren Zielwert fest, warten Sie, bis das Ziel erreicht ist, und passen Sie es dann um die zusätzlichen 20% an. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ein Ziel festzulegen. Klicken Sie einfach auf einen Punkt im Diagramm. Klicken Sie dann auf Als Performance-Gruppenziel festlegen und fahren Sie mit dem letzten Schritt fort. Im letzten Schritt sehen wir nun eine Bestätigungsseite. Hier können Sie den Zielwert noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass er realistisch ist und mit Ihren Unternehmenszielen übereinstimmt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Performance-Gruppe erstellt und mit der Optimierung Ihrer Kampagnen mithilfe unserer hochmodernen KI begonnen. AdSpurt startet die Optimierung innerhalb der nächsten 24 Stunden und plant automatisch die Übermittlung der ersten Gebotsänderungen, um auf das gesetzte Ziel hinzuarbeiten. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie noch kurz auf das gelbe Banner oben aufmerksam machen. Wenn einige Werbekampagnen in Ihrem Konto keiner Performance-Gruppe zugeordnet sind, wird oben auf der Seite Ziele ein gelbes Benachrichtigungsbanner angezeigt. Warum ist es so wichtig, sich damit zu befassen? Weil AdSpurt Ihre Kampagnen nur optimieren kann, wenn Sie einer Performance-Gruppe zugewiesen sind. Wenn eine Kampagne keiner Performance-Gruppe zugewiesen ist, kann AdSpurt sie nicht optimieren. Und das gelbe Banner warnt Sie in diesem Fall.